Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass du wieder dabei bist. Und ja, irgendwelche Hunde bellen gerade im Hintergrund. Wir hatten einen Kampf, möglicherweise liegt es noch darin. Und unsere Tiere bekommen alle Lebensmittelvergiftung von irgendwelchem Fleisch. Also an dem, was wir im Lager haben, liegt es nicht, das ist tiefgekühlt. Keine Ahnung, ob sie da irgendwelche Tiere draußen fressen. Das kann natürlich sein. Ich denke, es wird Zeit, mal ein bisschen jagen zu gehen wieder. Dann kriegen nämlich ein paar von unseren Leuten auch was zu tun. Und wir kriegen ein bisschen mehr Fleisch. Wird nämlich gerade ein bisschen wenig hier. Und ich weiß sowieso nicht, warum der jetzt hier nur Fleisch nimmt, um Rationen zu kochen. Habe ich da was falsch eingestellt? Fleisch und vegetarisch ist doch alles an. Was soll denn das? Hier sind die ganzen Feldfrüchte drin und der nimmt nur das Fleisch. Wir könnten natürlich jetzt auch mal hingehen und dass wir das hier ändern und eine neue Aufgabe machen und mal leckere Mahlzeiten kochen, weil Material dafür hätten wir auf jeden Fall genug. Da würde ich sagen, setzen wir das mal aus und stellen jetzt leckere Mahlzeiten her. Und zwar mindestens 120, würde ich sagen. 120 leckere Mahlzeiten hätten wir gerne. Pausieren, wenn es fertig ist. Wieder aufnehmen, wenn wir unter 90 fallen. Auf geht's. Und jetzt haben wir ein verrücktes Tier. Ein Reh. Reh ist jetzt nicht so super gefährlich, glaube ich. Das machen wir ganz locker eben platt hier. Hoffentlich ist die Tür nicht gleich durch. Boah, hoppla, jetzt war ich ein bisschen zu spät. Jetzt ist die Tür durch, na wunderbar. Jetzt brauchen wir Hilfe. Okay. Nein, es ist erledigt, das Reh ist tot. Wunderbar. Jibo, du kannst dich wieder hinlegen. Maliko ist auch nichts für ungut. Alles ist gut. Jibo geht wahrscheinlich direkt in die Krankenstation. Dann kann Ulrike unsere Ärztin auch direkt mal heilen. Ich würde sagen, wir wecken sie einfach mal eben. Es ist jetzt 6 Uhr. Von daher ist Aufstehen schon mal erlaubt. Okay. Also, beim letzten Mal haben wir ja hier den Lagerbereich unterteilt in Fleisch und Feldfrüchte. Vielen Dank auch nochmal für diesen Hinweis. Das war allerhöchste Zeit, denn... um das auch mal klar zu sagen, wir haben hier unsere Haustiere. Was ist das denn jetzt hier? Habt ihr das gesehen? Was sollte das denn jetzt bitte? Das habe ich jetzt aber nicht verstanden. Was haben denn die Haustiere jetzt hier gemacht? Ja, die wollten wahrscheinlich das Tier loswerden. Und das hat nicht geklappt, kann das sein? Wäre es möglich, dass da ein kleines Problem ist? Aber das würde heißen, dass wir die Tiere hier lagern müssen. Und das rohe Fleisch dann halt hier nicht. Okay, dann ändern wir das nochmal. Also, nicht Einstellung spielen, Blödsinn. So, wir lassen die Tiere nicht hier rein, sondern hier rein. Ja, dann dürfen dürfen die Tiere, die Tragetiere, die Tierleichen hier ablegen. Und nachdem sie dann geschlachtet werden... Was, schaut mal hier. Also das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Das dürfte aber vorbei sein jetzt, sobald die Leiche hier raus ist und das alles sauber ist. Dann hoffe ich mal, kommt das nicht nochmal vor. Komische Sache. Okay.
Manchmal fragt man sich, wieso, weshalb, warum, aber in diesem Fall funktioniert ja alles, von daher machen wir weiter im Plan. Wir erforschen gerade, und zwar mit Raketengeschwindigkeit. Oh, da boxen sich zwei. Johannes und Kevin haben sich geprügelt, Grund wurde beleidigt. Johannes wurde beleidigt. Okay, ja gut, ab ins Bett, ihr beiden. Lasst euch schön behandeln. Blut ist direkt aufgewischt. Also Hygiene haben wir im Moment relativ gut, das funktioniert einwandfrei. Neue Lagerfläche für Eisen. Wir haben sehr viel Eisen. Eisen wird relativ viel auch hier benötigt, also irgendwo hier nochmal so ein Lager für Eisen, möglicherweise. Tja, gute Frage. Hier könnte man es tatsächlich reinmachen. Zugang zum Geothermiekraftwerk dann vielleicht über das Gefängnis, obwohl das macht auch nicht wirklich Sinn, dann könnte man den Zugang besser hier machen. Oder man lässt ihn einfach da. Das stört ja dann auch nicht. Dieser Zugang macht dann aber keinen Sinn. Da können wir dann hier zumachen. Und bauen wir hier die Wand hin. Granit haben wir nämlich genug. Ja, apropos genug Granit. Das mit dem Boden wird hier nichts. Das heißt, wir werden da jetzt Granit hinlegen. Damit das überhaupt mal fertig wird. So. Nicht aus Slate, sondern aus Granit. Ich bin nicht sicher, ob er das jetzt da überall gemacht hat. Gehe ich lieber nochmal so drüber. Okay, und dann haben wir hier halt das Holzlager, das, jetzt möglicherweise schon zu klein ist eigentlich. Okay, das ist dicht. Die Generatoren sind dann natürlich im Weg. Ich wäre jetzt auch dafür, die abzureißen. Ich glaube, wir könnten es auch machen. Ich glaube, wir generieren inzwischen genug Strom darüber. Kommt. Mut zur Lücke, weg damit. Wir können zur Not ja die zwei hier neu errichten. Dafür haben wir ja den Platz da noch errichtet. Und dann kommt jetzt hier ein Lager rein. Einstellung kopieren. Lagerzone. Ausblenden, Einstellung, Moment, ah, jetzt habe ich es falsch gemacht. Einstellung kopieren, Einstellung einfügen und dann stellen wir um von Holz auf Stahl. Ich würde sagen Stahl, Gold, Plastahl, Stahl, Gold und Plastahl. Die drei machen wir da rein. Und die nehmen wir dann hier raus. Stahl, Gold und Plastahl hier raus. Okay. So, dann habe ich mir gedacht, hier unsere Batterieräume sehen ja alle schön und gut aus, aber wir haben hier diese wunderschönen Böden hier, diese Striped Tiles. Die würde ich hier gerne reinsetzen. Halte ich für ein ziemlich... Oh, da rächt sich ein Warg. An wem? An Blossom. Oh. Ja, aber Blossom hat gewonnen, ganz klar. Schöne Sache. Ich gebe den mal frei, den Werk. Dann können wir den auch essen. Wieso liegt hier eigentlich ein totes Reh? Und keiner holt's rein? Hier ebenso. Das haben mit Sicherheit unsere Tiere gejagt. Oder aber andere Tiere. Die sind aber alle noch gut. Die sind nämlich gekühlt im Winter gerade. Ja, und Ramon tut sich gerade gütlich dran. Also viel wird dann eh nicht mehr reinzuholen sein. Was ist hier mit unseren Tieren los? Also irgendwie... Ist das ein wilder Bär? Nein, das ist unser Bär. Okay, die haben hier wahrscheinlich gewartet. Die Engine wusste, dass Malikus sich hier hinstellen wird. Und dann haben die Wölfe da schon mal rumgetingelt. Interessant. Ach ja, hier. Wir haben ja hier noch einen Schrein. Ne? Irgendwann will ich den natürlich auch öffnen. Allerdings auch nicht übertreiben. Ach, wegen der Batterien, wir können den Boden da wahrscheinlich gar nicht bauen.
Obwohl doch unter den Batterien kam man drunter, meine ich, ne? Na, wir schauen einfach mal. Hat jetzt auch nicht die Riesenpriorität. Ein paar Lämpchen. Ein paar Lämpchen fürs Lager. Und ja, hier auch eine Lampe. Und wir werden schon wieder überfallen. Naja, schon wieder. Für mich ist es gerade eben erst her, aber in Wirklichkeit... Oh, der hat eine Pistole. Macintosh. Und Flea. Sehr guter Handwerker. Ein sehr guter Handwerker. Michael Flea. Und Lorena Macintosh. Eine Dame, die sehr gut im Bergbau ist. Ja, durchaus. Das habe ich nicht gesehen. Greifen sie sofort an. Ja, greift Holztür an. Ach, apropos Holztür. Heieieiei. Apropos Holztür. Es fehlt uns eine Tür. Ich würde auch mal sagen, dass hier mal Zeit wird für eine stabile Automatiktür. So, Jebo, Malikus und Odaiko. Unsere drei Verdächtigen. Und wir sind schon viel zu weit weg. Wir sammeln uns hier in der Kolonie. Und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, weil das ist jetzt alles schon ein bisschen blöd. Marie baut einen Schneemann, das kannst du jetzt mal vergessen. So, schnell rein, Jebo. Malikus hierhin. Jebo dorthin. Na, lieber hier. Wo ist Odaiko? Ach, die kommt von da. Ja, das ist gut. Dann hätten wir einen, der von hinten noch angreifen kann. Okay. Der ist schnell. Warum ist der so schnell? Ein Jogger, alles klar. Okay, das erklärt natürlich, warum der so schnell dran ist. Tiere freilassen. Also sobald die Bären da einmal dran sind, hat eigentlich keiner mehr eine Chance. Das ist einfach so. Macintosh will schon fliehen, aber ich denke mal, da können wir vielleicht mit Odaiko noch dran. Da würde ich sagen, holen wir die schon mal wieder raus aus dem Kampfmodus. Und lassen Odaiko noch so ein bisschen auf Macintosh feuern. Möglicherweise kriegen wir ja mal wieder jemanden gefasst. So, schaut mal, wie schnell das ging mit der geothermalen Energie. Raketentempo quasi. Was erforschen wir als nächstes? Wie wäre es mit dem Multi-Analysator für unsere Labortische? Na, das sieht doch ganz gut aus. Komm, bleib mal stehen, dann kannst du auch nochmal feuern. Ach, schade. Ist leider gestorben. Aber wir haben eine Pistole dabei, allerdings nur eine schlechte. Die wird wahrscheinlich sofort automatisch verbrannt. Hier wird auch ausgezogen. Und dann werden die alle verbrannt, weil wir haben ja nichts mehr hier. Mit Beerdigung zu tun. Okay. So, warum trägt jetzt keiner das Stahl rüber? Ja, ein bisschen Stahl ist schon hier. Ja, aber noch lange nicht alles. So, und da wir jetzt die geothermale Energie haben, werde ich natürlich auch sofort hingehen und einen Geothermie-Generator bauen. Der kostet 400 Stahl und 8 Bauteile. Und ja, klar, dass er da reinkommt. Da haben wir schon lange drauf gewartet. Der erzeugt 3600 Watt übrigens, das weiß ich noch aus dem Kopf. Ist ja schön, dass ich mir auch mal was merke, nicht wahr? Und ja, dann haben wir hier auf jeden Fall 8 Bauteile weniger. Dann haben wir noch 30. Aber das ist schon in Ordnung. So, wir werden kontaktiert von jemandem, der gejagt wird von Piraten der Fraktion Knüppelwiesels.
Sie fleht um Hilfe an und ist biologisch 51 Jahre alt. Wenn wir sie annehmen, müssen wir allerdings gegen die hinterhergelaufenen Piraten kämpfen. Wir ignorieren das. Wir kommen gut klar. Wir müssen auch nicht mehr jeden Hansel hier aufnehmen. Nein, nein, die Zeiten sind vorbei. Ja, das mit dem Boden klappt übrigens auch hier unter den Batterien und ich finde, das passt einfach super zu dem Batterieraum. Außer vom Weiten, klasse. Das lassen wir so. Und ja, Stahl, Gold, alles schon hier. Strom fehlt noch. Ach ja, wisst ihr was? Malikus, ne? Der arbeitet gar nicht richtig. Der war ja noch Malaria-krank. Das hat er aber inzwischen hinter sich. Von daher können wir ihn auch wieder fest einteilen. Und was macht eigentlich Kevin? Schläft. Weil Kevin ist hier für solche Sachen zuständig. Allerdings liegt scheinbar gerade so ein bisschen auf der faulen Haut. Und unsere Fleischvorräte hier, das sieht nicht gut aus. Schon wieder ein verrücktes... Oh, eine Boomratte. Oh. Ihr wisst ja, ich liebe Boomratten. Und eine verrückt gewordene Boomratte. Das ist ja definitiv mal Höchststrafe. Kann ich auch nicht mit Tieren jagen lassen. Weil das ist mir definitiv zu gefährlich. Also ich nehme die Tiere mit, aber wir lassen sie nicht frei. Obwohl, nee. Wir nehmen Odaiko. Ich habe die Ratte im Auge hier. Da kommt sie. So. Mach platt. Oh, weia, das war aber nix. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Ja, gut. Abstand. Abstand. Warum ist die so schnell? Egal, bleib hier stehen und schieß. Oh, Mann. Warum ist Odaiko so langsam? Das darf doch nicht wahr sein. Warum ist die Ratte so schnell? Gut. Nicht gut. Nicht gut. Oh. Ja, gut, okay. So, weiter beschießen. Natürlich nicht im Nahkampf töten. Das wird hier leider Feuer fangen, aber... Naja, das können wir dann in dem Moment auch nicht ändern. Mein Gott. Und wir sprechen hier von einem Charakter, der Schießen auf 14 hat. Somit also zum Großmeister zählt. Und wir sprechen über eine Entfernung. Was sind das hier? 10 Meter? Ein Witz. Naja, eine kleine, auf der anderen Seite eine kleine Ratte. Ich meine, die wird wahrscheinlich auch so sterben, ne? Die Frage ist, wenn sie so stirbt, wird sie wahrscheinlich nicht explodieren, oder? Ich bin nicht sicher. Ja, komm. Ich baue darauf, dass die so stirbt. Müsste sie eigentlich. Was ist das denn? Psychoidblätter, wieso werden die nicht verbrannt? Wo kommen die her? Wir haben doch gesagt, dass das alles verbrannt werden soll. Ach, Zutaten werden nicht verbrannt. Wir haben ja auch noch das Neutramin. Richtig. Ist richtig. Naja, gut. So. Alles in allem geht's aber vorwärts. Ein Händler exotischer Güter im Orbit. Sehr schön. Dann schauen wir mal, was sie uns zu bieten haben. Wir könnten noch wieder einen Welpen verkaufen. Zwei sogar. Die gehen natürlich beide raus. Da, das Neutramin. Wir können kein Neutramin verkaufen hier.
Wir haben doch welches, oder? Ja, wir haben 20 Neutramin. Ach, sind die möglicherweise woanders eingelagert, weil die Kühlung brauchen? Das wird es wohl sein. Wir kaufen ein paar Bauteile. Da gebe ich jetzt auch ordentlich Geld für aus, für 28 Stück. Und wir verkaufen... Ach, die Faultierfellhose verkaufen wir mal. Die Syngarnhose nicht. Die Mützen kommen mal weg, die zieht ja eh keiner anscheinbar. Und ansonsten haben wir auch nichts. Und wir können auch nichts gebrauchen, zumindest nichts von dem, was hier angeboten wird. Der Raketenwerfer ist natürlich verlockend. Aber gibt's nicht. Zu teuer. Glitzerweltmedizin erst recht. Na gut, okay. Also haben wir ein Minus von 365 Silber, allerdings kriegen wir dafür auch 28 Bauteile. Da kann ich mit leben. So, hier ist der Geothermie-Generator endlich im Bau. Ach, richtig. Ach, Vark ist schon wieder tot. Hat sich schon wieder ein Vark gerecht, war aber sofort erledigt. Wahrscheinlich wieder gegen eins unserer Wildtiere. Und da ist er. Jawohl, jetzt ist Strom nun wirklich kein Thema mehr. Dass wir jetzt die beiden hier abgebaut haben, interessiert niemand mehr. Das ist jetzt, ja, das ist jetzt Geschichte. Im Grunde könnten wir wahrscheinlich noch einen Generator abschalten hier. Was liefert die 1000 Watt? Also der liefert hier mal gerade 3,5 davon. Das heißt, wir könnten sie wahrscheinlich alle abschalten. Müsste eigentlich reichen dann. Hier machen wir mal wieder an. Einfach damit mal wieder neu geladen wird. Weil ja, die entladen sich im Laufe der Zeit. Das stimmt. Ist aber auch nicht das Riesenproblem. Gut, was haben wir jetzt? Ein Feuer. Die Boomratte ist gestorben. Und sie ist explodiert dabei. Alles klar, haben wir wieder was gelernt. So, schon gelöscht. Das Fleisch können wir aber noch verwerten. Mulberry? Nein! Tot seit einem Jahr. Ach, darunter liegt das Skelett von, darunter liegt das Skelett von Mulberry. Das war eins der, hier, wie heißt das? Unserer Yorkshire Terrier. Ich dachte schon, was ist das denn bitte? So, ein Wildschwein zum Jagen. Jo, wunderbar. Fleisch. Nehmen wir noch den Truthahn hier. Feuer, was ist denn jetzt schon wieder los? Ah, das dürfte jetzt aber eigentlich nicht passieren, weil hier ist kein Dach drüber. Ist merkwürdig, ne? Da haben wir wieder das Problem, was wir beim letzten Mal schon hatten. Es ist definitiv eine Kein-Dach-Zone. Es ist definitiv kein Dach drüber. Und was soll das hier? Kein Dach drüber. Und trotzdem fängt das an zu fackeln. Wir halten das mal im Auge. Wenn das hier ein Problem ist... Der Multi-Analysator ist auch schon fertig, sehr schön. Wenn das hier ein Problem ist, dann machen wir hier einfach einen kleinen Weg dahin. Mit einem Lüftungsschlitz noch oder so. Also eigentlich ist das total unnötig, aber scheinbar will das Spiel das so. Müssen wir mal schauen. Ich wollte hier eigentlich noch zwei Gefängniszellen drüber errichten. Obwohl, das könnten wir ja auch machen hier. Dann hätten wir es parallel, also symmetrisch drüber. Aber gut, das ist jetzt auch nicht das Riesenproblem. Wir sind auf jeden Fall am Ende angekommen. Wir werden auch eben eine neue Forschung aussuchen, weil die Multi-Analysatoren fertig sind. Ich würde sagen, wir nehmen uns mal hier... Was nehmen wir uns denn mal? Also was Sinn macht, ist auf jeden Fall der Röhrenfernseher. Der ist natürlich schön. Den können wir irgendwo aufstellen. Machen wir einen schönen Gemeinschaftsraum noch. Vielleicht bauen wir das hier. Hier. Vielleicht bauen wir das hier dann nochmal ein bisschen anders um. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, dann kannst du mir das mit dem Daumen zeigen. Und natürlich über Kommentare. Ich würde mich sehr freuen. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.